Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar gibt es heute zwei verpeilte Special-Runden vom Asylum. Und zwar morgen ist es soweit, beziehungsweise heute schon für manche Creator, aber nicht für alle. Asylum wird es nicht mehr geben. Asylum wird ausgetauscht durch Sunny Meadows, was auch sehr vielversprechend aussieht. Ich habe mir die Streams schon angeguckt und es gibt so viele Änderungen. Das, was ich gesehen habe, ist echt wow. Und ich bin echt gespannt, wenn wir morgen auch spielen dürfen, wie das sein wird. Es sieht aus wie ein komplett anderes Spiel. Ich muss aber sagen, man muss auch trotzdem ein bisschen Asylum loben, weil Asylum ist zwar riesig, wie wir sehen, aber Asylum ist einer meiner Lieblingsmaps. Vor allen Dingen, wo das Spiel noch in Entwicklungsphase, bis ist es ja immer noch, aber wo das Spiel wirklich am Anfang war, wo man noch ganz viel gesehen hat durch diese Kameras hier. Sehr komplett anders jetzt. Jetzt ist es ja wirklich stockduster. Vorher war das ja, du konntest so viel sehen. Und da habe ich, glaube, die Hälfte meiner Level einfach nur auf Asylum verbracht und nur auf Asylum allein gespielt, weil es so cool war. Und deswegen finde ich, dass es auch noch mal ein Tribut verdient hat, bevor die Map weg ist. Ich finde, diese Map ist auf jeden Fall etwas, was Phasmophobia gezeichnet hat. Deswegen laufen wir jetzt noch einmal kurz durch, bevor die Runden starten. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Zuschauen und let's go. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. You think I'm someone to be saved. Someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. You'll break your back to make me feel again. Suffocate to make me breathe again. Lose your mind from endless prayer. Some things never change, never change. Oh, redemption. I stopped asking for forgiveness, cause you should know, only fools tread with the angels. Fear to go, but you keep trying to get too close. Save myself by turning into stone. So save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. Swear I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. Aha. Uff. Aha. Wie, uff. Was hast du denn für ein Lied? You had my heart. Ne Hä? ne 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 Als ob du Umbrella nicht kennst. Ja, aber was hat das gerade mit dem, was ich gerade gemacht habe, zu tun? Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Aha. Du hast Aha gesagt, ne? Ja. Also. Und wie kommst du dann auf Umbrella? Das verstehe ich vom Sinne nicht.
Aha. Wenn du das nicht verstehst, dann. Da kann man dir leider nicht helfen, da musst du auch eingewiesen werden. Nee. Guck. Halt die Fresse, ey, ganz ehrlich. Ich schmeiß dich auf eine andere Tonspur und schmeiß dich raus. Machst du bereit? Nee, ich bin auch nicht bereit. Ah. Schlüssel. Brauchst du nicht. So. Gehen so rein. Okay. Du gehst vor. Ja, klar. Wohin denn? Das sehen wir jetzt. Besser kann es nicht sein. Du scheiß Spiegel, wo wir Das ist so eine alle Räume Mülltonne. gleich aussehen. Noch eine Mülltonne. Ich weiß, wo das ist. Da. Hä? Hä? Ich wollte gerade Was sagen, ich hast weiß, wo du? das ist, aber okay, er zeigt sich selbst. Er ist hier drin. Hä? Ist da Ja. drin. Wo bist du? Schnauze, ich wollte gerade gucken. Ah, Fingerabdruck hier unten an der Tür. Ja, wo bist du? Sabrina, kommst du? Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist Wohin du? hast du Essen? Wie alt bist du? EMF5 und Fingerabdrücke. Cool. Wir müssen in dem kleinen Kackraum denn bitte ein Orb haben. Wo ist er denn? Mülltonnen. Sabrina kommt zu spät, wo ist er denn? Ich war doch auf einer Party, wo bist du denn, ne? Mülltonnen. Müll, Ja, Müll, wo sind Müll. denn die Mülltonnen? Hallo? Da. Ach, hier. Ja, genau da. Ich nehme mal zwei Bücher mit. Okay, Für jeden. weil der Raum zu groß ist oder was? Nein, weil er doch von einem Raum in den anderen gewechselt ist. So. Schreib ins Buch. Und einmal schreib ins Buch. Schreib ins Buch. Ey, warum so laut? Schreib ins Buch, mein Schatz. Hör nicht auf Ja, ver Griebers. mein Schatz. Die sagen nur Scheiße. Ich bin für dich da. Erober zusammen die Welt. Ja. Ich will hier rein. Aber nicht. Lass mich rein. Lass mich rein, lass mich raus. Los, schreib ins Buch. Ich bin doch gar nicht böse. Wenn es nicht wunderschön ist. Denn. Mach jetzt Schreibschrift! Ja, Was ist das immer ein Struggle in der Grundschule. Schreib in Schreibstift! Schreibstift. Schreibschrift! Boah, Schreibschrift, Alter. Wozu habe ich das gelernt, Alter? Ich habe das nie wieder benutzt. Alter, es ging los. So ab der 7. Klasse, glaube ich. Alter, da habe ich geschrieben wie so ein Otto. Weißt du, Schreibschrift schon direkt verlernt nach zwei Jahren Realschule, Ich weißt du? glaube auch nicht, dass sie das noch beibringen, Schreibschrift, oder? Ja, doch, klar. Echt? Ja, aber wer schreibt so? Keiner. Also ich schreibe so ab und zu, aber ich schreibe nicht durchgehend Schreibschrift. Ich Kann auch schreibe keine in Sau mehr Buchschrift, lesen. ey. Ja. Alter, ey, du bist richtig Autotune. Hä? Du hast die ganze Zeit so Autotune-Elemente drin. Hast du auch Voice Mod dabei? Ja, klar. Ja, klar. Ja, Gott, EMF5. Alter. EMF5. Dort. Dort. Was willst du? Sotz und Dort, Fingerabdrücke. es ist ein Es ist ein Gorio. Arschloch. Es ist ein Gorio. Gorio, ich sehe den Gorio. Es ist ein Gorio. Ah! Ja. Ich weiß, es ist dein Genau. Fetisch, ne? Genau das brauchen wir für Video, ne? Ist ein Gorio. Alina, du musst ja ausräuchern. Hilf mir, bist mein Räucherstäbchen. Du musst dich verstecken. Wer macht Hanti Gerät schlägt hier drin aus. Hä? Ja, was machst du denn da? Die ist tot, Alina. Ach, echt?
Ich meine Sabrina, die Alina ist tot, die bewegt sich gerade. Guck mal, wie die liegt hier vor der Haustür. Zieht mich rein, belebt mich wieder. Nein, Wie das schaffen nein? wir Bist du nicht. scheiße oder was? Geht nicht. Hier, kriegst du EMF. Komm, ich schmeiß ne Danke. Alina die Pillen hin. Seit wann kann er denn in den Vorraum rennen? Die ganze Zeit, doch weißt du, wie oft die da schon gestorben sind? Echt? Bin da Ja. eigentlich bin ich da, seitdem ich meine Demenz noch nicht ausgelebt habe, noch nicht gestorben. Hey, wir sind da schon voll aufgekommen. Echt? Bitch, Alter. Ja! Alina so, oh, wir haben alle Aufgaben gelöst. Cool. Ja, Mensch, wie kommt das denn? Dann können wir ja fahren, Alina. Ja, dann fahr mal. Kriegen wir die Klappe überhaupt hoch, wenn die Leiche hier drauf liegt? Die quetschen wir einfach mit ein, das geht schon. Ich sag ja, ich komme mit. Ihr werdet mich nicht los. Ja, wir sollten die guten Sanity-Pillen mitnehmen. Ist ja Verschwendung, die da draußen liegen zu lassen. Das arme EMF-Gerät hier. Hallo? Hallo? Hall. Oh, no, no. Liegt da sonst noch was Gutes? Halt die Ist egal. Schnauze! So. Jetzt können wir fahren. Okay, jetzt geht die Klappe mit der hoch. Ne, noch nicht, ohne. Ich bin aber schon drin. Aha, ich bin schon drin. Okay, das war eine lustige Assignment. Ich will noch eine haben. Got it, yeah. 12. Wie, warte, ich habe nicht geguckt, wie lang die Runde ging. Aber der hat 17 Dinger schon gemacht in nicht mal 5 Minuten, ne? 5 Minuten. Ja, der hat. Gesamtdauer der Untersuchung, 5 Minuten. Ja, der hat noch nicht mal in 5 Minuten 17 Sachen schon gemacht. Kleine Pissnelke. Ja, der Raum war ja so klein, direkt alle Hinweise direkt fertig. Der Goryeo war in dem richtigen Raum, da wo er hingehört, in der Müllhalde. Irgendwo hingehört Alter, Goryeo und Dämon, weißt du, die gehen Hand in Hand, die beiden. Wir sind die besten Freunde. Ja. Geil. Richtig geile Scheiße. Weißt du, jetzt wäre so eine Runde nochmal gut, die genauso ist wie die, nur ohne dass ich sterbe. Ah. Ob wir das schaffen? Ich glaube nicht. Als ob wir irgendwas schaffen. Let's start. Let's Du start. musst auch nicht sterben, Alina. Die Besten müssen immer früh gehen. So, ich bin in meinem Bürojob. Oh du, ey. Mit dem Kopf oder was? Ja, ich bin immer mit dem Kopf dabei, du nicht? Nee, mit den Händen. Ja. Ach nein, warum nehme ich Ja, zwei ja. Taschenlampen? Ich nehme zwei Taschenlampen mit. Ja, ich sag aber, es wird den Alter. Händen dabei, aber der Kopf fehlt. Niemand, niemand! Die Klappe. Nein, die Klappe. Wir haben eine Voodoo-Schlampe. Oh nein. Da. Wenn du die jetzt drückst, Da Alter. kannst du ein Foto mit mir machen, mit ihr. Wo bist du? Foto mit mir Ja, machen! guck mal, siehst du sie? Okay, gilt das? Es gilt! Ich bin Fame, ich habe ein Voodoo-Puppenbild. Warte, ich muss sie aber drücken. Warum? Weil ich sie lieb hab. So. Jetzt bin ich Nein. satisfied. Doch! Ruhig, viel Spaß beim Drücken. Ich hab gedrückt, war flüssig. Dann drück weiter. Naja, es war flüssig. Ich laufe lieber dem Profi hinterher. Drück einfach weiter. Warum läufst du wieder hinterher? Weil du der Profi bist. Seit wann schleifst du dich ein und kriegst keine Gehaltserhöhung? Auch kein, wenn ich den Arsch lecke. Nein! Das ist dein Vertrag! Sabrina, du bist auf der anderen Seite, ne? Sabrina, ist jemand bei dir? Sabrina? Hä? Sabrina? Was mit der? Das ist so geil. Was ist geil? Mit dem Ach so! Warum sagst du das denn nicht? Ich dachte zwar, ich muss rüberkommen, ey. Bist du runtergegangen in den Keller? Ja, ich gehe immer runter. Warum? Weil es unten geiler ist. Ich will lieber oben. Ja, dann sei oben, aber ich bin unten.
Ich bin lieber die Bequeme. So. Hier sind auf jeden Fall ganz viele Türen offen unten. Boah, ich verlaufe mich automatisch, indem ich einfach nur so dumm im Kreis laufe. Oh. Hä? Was ist denn los? Tür auf. Ganz weit offen. Unten? Oh, dann geh da mal rein. Ich bin drin. Ist ganz schön stickig hier. Und was sagst du dir? Glitschig. Mhm. Du richtige, du richtige Sau, ey. Hier ist nichts. Bei mir hier ist auch eine Tür offen. Okay. Wo bist du? Aha. Ich hab mein Ding fallen lassen. Ist einfach so groß, ist mir von der Schulter gerutscht. Scheiße. Wo bist du? Ich hab's verschluckt. Ich schnuckel nicht selbst dran, das kannst du machen. So. Hab's dir gegeben. Hart. Eigentlich wäre es ja voll geil, wenn er anfängt zu handeln und man könnte vielleicht hören, woher der kommt. Du weißt, dass das ganz einfach ist. Wie denn? Mit der Puppe. Du mit der Puppe. Puppe streicheln, ganz toll. Ich will die Puppe aber nicht streicheln. Streichel die Puppe. Ich will sie aber wo nicht bist streichen. Du? Le also, ich sehe nichts. Aber... Ich hab über mir angefasst. Was? Wer hat dich angefasst? Ihr wurde bei mir irgendwo in der Nähe eine Tür angefasst. Das ist gut zu wissen. Wo auch immer du bist. In diesem 5 Millionen Quadratmeter Raum. Wenn du ins Gebäude reinkommst, auf der linken Seite, da in dem Bereich. Ja, wow. Ist ja nicht so, als wärst du ein Raum. Oben? Der hat da, glaube ich, einen Lichtschalter angefasst. Oben? Wer läuft da denn gerade? Hä, wo läuft einer? Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Er handelt. Es sind Dino! Es sind Dino! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alina! Alter! Wo bist du? Alina, wo bist du? Warte, ich muss gucken, wo ich war. Das ist, wenn du reinkommst, dann kommt dir der Aufzug und da lang. Alter, weißt du, plötzlich fängt das an zu flackern. Ich denk so, hä, okay. Und dann höre ich dieses Flackern, aber ich höre nicht dieses Röcheln und Laufen und denk mal so, hä? Okay, er läuft. Er läuft, vorher ist ein Dio, ne? Und dann, sehe ich wieder vor mir, kommt ganz langsam auf mich zu und ich denke mir erst so im Kopf so, mein Zahnrädchen dreht sich so, ich denke mir so, Moment. Das ist ein Dino! Alina, sag schon, wo ist er? Alina! Läuft, Vorsicht, der ist neben euch! Alter, das ist ein Dio, Alter! Das ist ein Dio! Alter, ich sehe nicht. Hinter dir, Alina, der ist hinter uns! Okay, ich sehe. Nein, oh mein Gott, bei dem schönsten Geist sterbe ich einfach. Annalena, das kriegst du hin. Das kriegst du hin. Ja, klar. Wo bist du, Sabrina? Ich bin daneben dir. Okay. Hilf mir vor dir. Warum läufst du immer noch? Ich kann immer aufhören zu laufen. Annalena, ich glaube, du stirbst gleich. Annalena. Er gibt Gas, Annalena, du musst ihn anschauen! Halt die Schlauze! Ich will ihn nicht angucken, der ist hässlich! Du musst ihn angucken, ich gibt Gas! Ich will nicht! Halt mal auf, hör so laufen, ey, wann hört er auf, ey? Annalena, du musst ihn angucken! Boah! Hast du die Voodoo-Puppe gedrückt? Sabrina? Nein, Alter, wie? Ich kam nur hin! Annalena, hast du die gedrückt? Die hat keine Pinöpel mehr draußen. Also ich hab sie nicht gedrückt, ich hatte die auch noch gar nicht in der Hand, Alter. Annalena, hast du mich getötet? Mhm. Annalena?
Bist du scheiße? Warum sagst du das denn nicht? Ich war in seinem Raum und der hat angefangen zu hauen. Alter, das war so lustig, ne? Ich dachte so, das ist ein Geister-Event, ne? Weil der plötzlich nicht losgelaufen ist und geschrien hat, ne? Und dann sehe ich so, wie der ganz langsam auf mich zugejoggt kommt und ich denke mir so, Moment. Dieses Zahnrädchen in meinem Kopf dreht sich, denke so, kann ein Geist bei einem Event so langsam laufen? Und dann so, Moment, sein Dio! Und da war ich schon tot, Alter. Oh nein! Oh, ich hätte so viele schöne Sachen mit ihm machen können auf Asylum. Das ist traurig. Du hättest mit ihm über die ganze Map rennen können, Alter. Ja, ich hätte mit ihm in den Sonnenuntergang laufen können. Nee, mit dem Opa. Ja, egal. Scheiße, ey. Also, wir wissen, es ist ein Dio. Oh. Ihr habt ein Geisterfoto Stufe 2 gemacht. Wollen wir fahren oder wollt ihr noch rein? Nein. Was nein? Ach, sag's vom Dio? Nein, aber ich will nicht weiter mit ihm um den Tisch spazieren, Alter. Ja, dann fahren wir, dann machen wir noch eine Runde, weil die ging ja dann auch schnell. Aber ich will jetzt nicht immer Runden haben, die unter 5 Minuten gehen, wo ich tot bin. Dann, Alena, das wäre so geil gewesen, wenn du 2 Sekunden gewartet hättest, bis ich mit dir fertig gewesen wäre. Mit mir? Nein, hättest du 2 Sekunden gewartet, dann wäre ich aus dem Raum raus gewesen. Ich soll schneller sein. Wie okay, schneller? Du hast nicht gesagt, dass ich jetzt Wohnepuppe nannt hast. Oh. Oh nein, ich habe kein Geld mehr. Wie? Yeah. Schon wieder nicht. Ja, nee. Wenn ich die ganze Zeit sterbe, weil du mich umbringst. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, ich würde mich über ein Däumchen nach oben freuen und ein Abo. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich muss sagen, es ist schon ganz schön traurig. Aber das Ding ist, die Map ist ja nicht aus der Welt. Man kann ja immer noch die alte Version spielen. Das ist ja nicht das Problem. Man kann ja immer noch auf die Version zurück updaten. Wenn man halt Asylum mal vermissen sollte, was bestimmt vorkommen wird. Aber ich habe, wie gesagt, auch schon gesehen, dieser ganze Vorraum wird sich komplett ändern. Das wird richtig geil. Vor allen Dingen, weil man in dieses Teil dann auch endlich mal rein kann. Aber, Lisa, was sagst du dazu? Genau. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Wir werden das Sunny Meadows auf jeden Fall ausgiebig testen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. I just wanna be happy.